Hey ho, da sind wir auch schon wieder beim nächsten. Ich habe meinen Skin und meinen Namen neu geändert, was schon sehr viele den Skin kennen. Und ja, so können wir vielleicht ein paar neue finden. Und ja, dann gehen wir mal zum nächsten hier. So, da ist er auch schon. Bin kein Scammer. Das fängt ja schon mal gut an. Die Leute, die schreiben, sie sind kein Scammer, sind meistens Scammer. Ich schaue mich erstmal so ein bisschen hier um. So, da sind wir auch schon wieder beim nächsten. Mal schauen, ob er uns scammt. Beziehungsweise, ich muss erstmal schauen, was ich hier kaufe. Ich denke, bei Diamanten habe ich ihm auch gerade schon geschrieben. Ich habe im Übrigen einen neuen Skin. Und einen neuen Namen. Ist dasselbe Account, hat sich aber der Name geändert. Einfach, dass ich so ein bisschen hier abchecken kann, wer scammt und wer nicht. Ich habe 89 Dias. Ja, das freut mich doch. Ja, wie ist denn der Preis? Wie viel alle? Ich frage ihn einfach mal, wie viel alle kosten. Brauche wirklich viele Dias. Wir brauchen ganz viele Dias. Oh, jetzt habe ich sie Global Chat geschrieben. Schlag du vor. Ja, ich habe keine Ahnung, was die wert sind. Sagen 300 das Stack. Ja, ich schlag mal 300 vor. Sagen wir mal 400, das wäre, glaube ich, ein bisschen fairer. Bin ich mal gespannt, ob er das macht für 400. Wo ist er eigentlich hin? Hier ist er. 500 dann Deal. Ja, okay. Es ist ja ein Scammer-Test. Also, wenn es ein bisschen mehr ist, macht es gar nichts. Ich gebe ihm einfach mal gleich die 500. Das sollte kein Problem sein. Ich denke auch nicht, dass er jetzt scammt. Wegen 500 scammt man normalerweise nicht. Jo, da hat er auch nicht gescammt. Danke dir. Auf jeden Fall. Und du hast nicht gescammt. Schau mal, ob ich noch jemanden finde. So, da sind wir auch schon beim nächsten. Einfach ein schneller Test. Ich will nämlich Premium kaufen. Ich habe schon ausgemacht, 3,2k kriegt er dafür. Die pay ich ihm jetzt auch instant mal. Mal schauen, ob ich das Ganze bekomme. Wenn ich das Ganze bekomme, sollte ich gleich gekickt werden. So, und da habe ich das Ganze auch gekriegt. Also das liebe Seele Brimbor scammt nicht. Und wir haben den Premium-Rang. Das ist sehr schön. Dann falle ich vielleicht ein bisschen weniger auf. Ich gehe mal zurück auf den Server. Wir sehen uns gleich beim nächsten. So, da sind wir auch schon beim nächsten. Bei dem war ich gerade schon mal, aber der konnte nicht mal schreiben. Ich denke, jetzt hat er so ein bisschen kapiert. Wir schauen mal, ob er jetzt uns das Holz verkauft. Ja, er schreibt immer noch in den Global Chat. Er hat immer noch nicht verstanden, wie man eine Privatmessage schickt. Nehmen einfach mal 4 Stacks. Kann ich bezahlen. So. Machen wir das Ganze so. Pay. Fit Alex. Bei 200 Euro, also 200 Dollar sollte eigentlich nichts geben. Nehme ich jetzt mal nicht an. Ich pay mal. Okay. Er hat es nicht kapiert, aber ich wollte eigentlich auch keine Holzbretter, sondern Stämme. Aber gut, er hat das jetzt nirgendwo hingeschrieben, oder? Verkaufe bei einem gerechten Preis. Naja. Schreib auf jeden Fall dazu, welcher Preis das ist.
Ich gebe ihm noch ein paar Tipps. Mal schauen, ob er die auch umsetzt. Das soll aber dann nicht mehr mein Problem sein. Ich verabschiede mich von euch erstmal wieder. Und ja, bis zum nächsten Mal.